Ich grüße euch und ich heiße euch recht herzlich willkommen zum neuen Video. Vorab, bevor ihr abschaltet, nochmal organisatorische Dinge. Also, Adventsknödel, wo ist er? Was ist damit passiert? Ich hatte von Donnerstag, heute ist Bergfest übrigens, ich hatte von Donnerstag bis Montagabend kein Internet und Samstag war, glaube ich, schon der erste. Dann habe ich den Kalender im Jawohl nicht bekommen mit 24 Dosen und hat das Internet nicht hingehauen. Und ehrlich gesagt, dann habe ich auch keinen Bock. Aber ich versuche, vielleicht das ein oder andere extra Video zu machen. Genau heute, vor einem Jahr, über 200 Abos weniger. Und das sollte man irgendwie honorieren. Aber ich will euch versprechen, das wird am Ende eh nicht eingehalten. Wir gucken mal, was kommt. Mittwochs gibt es auf jeden Fall ein Video. Falls ihr einen weihnachtlichen Song braucht, ist in der Beschreibung verlinkt. Ist, wenn ihr mich mögt und Weihnachten mögt oder nur mich, dann reicht das völlig aus und ihr scheißt euch in der Ecke. Aber zu viele Schnack. So, was gibt's heute? Grevensteiner C&A Felddienst. Nicht mit der Kleidermarke zu verwechseln, C&A. Auch nicht mit H&M. Bin aber in einem Dilemma. Und zwar habe ich zwei davon. Beide geschenkt bekommen. Eins von einem Klassenkameraden, den ich im Harz, mit dem ich im Harz unterwegs war jetzt. Und das andere von der Frau eines Kollegen. Ja, richtig verstanden. Jetzt ist es nicht nur der erste Bekanntenkreis, der mir Sachen schenkt, sondern auch schon erweitert auf die Familie. Das heißt, habt ihr vielleicht eine Oma, die mich vielleicht gucken könnte? Mensch, dann sag dir das doch mal. Das gibt's ein Big Dislike. Meine kasarische Oma hatte mal gesagt. Willst du niemand vor die Fresse kloppen, musst du beide Biere ploppen. Der ist übersteuert in der Aufnahme. Hier steht so drauf, süffig mild im Charakter. Und genau das ist es ja, das Schöne. Das läuft fix runter. Das ist genau das, was ich will. 5,2%. Flaschenform ist, was soll das, ein Zäpfchen oder was? Die Flasche war mal normal lang. Und hier war eine Wand. Und dann sah das so aus. Und dann, naja, scheiße, dann verkaufen wir den halt so. Ne? Ich muss sagen, der halbe Liter war ganz gut. Das war der T-Rex. Wenn jetzt Leute eher diesen herben Biergeschmack mögen, dann werden die sagen, das schmeckt mir zu lasch, das schmeckt doch gar nicht nach Bier oder so. Aber als Exporttrinker ist es für mich, oder um besser zu sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich bedanke mich recht herzlich bei 245 Abonnenten. Mein Ziel war es eigentlich, dieses Jahr 250 zu haben. Aber wenn das so weitergeht, wie es jetzt so die letzten paar Wochen gegangen ist, dann haben wir die 250 fast schon zu meinem Geburtstag geschafft. Falls ihr Wünsche habt für Weihnachten, vielleicht kann ich mir noch mal was vorbereiten oder so. Schreibt es dann einfach in die Kommentare. Bis dahin, frohes Bergfest und tschüss, Kenners. Ach ja. Wer das Easter Egg in diesem Video mitbekommen hat, ja, der kann das mal in die Kommentare schreiben. Ich denke, es werden nicht so viele sein. Es ist nämlich, ja, ein Hingucker.